Liebe Golffreunde, Ihr Golfpro George hier. Wir sind in der Braforst, Zentrum Europas, 27 Löcher und eine tolle Mannschaft, um euch zu unterstützen. Unser heutiges Thema hat zu tun mit Treffmoment. Ich habe über Treffmoment oft gesprochen, wie kommen denn Schläge an den Ball, wie ist unsere Körper und so weiter. Es gibt aber noch eine kleine Detail und diese Detail will ich heute mit euch teilen. Christian, hallo. Hallo George, grüß dich. So, ich habe mit uns heute Christian Schmidt. Christian hat bei uns letztes Jahr die Platzreife gemacht. Wann war das, Christian? Das war ungefähr so im September. September. Wie bist du zum Golf gekommen? Über den Schnuppererlebnistag hier in der Braforst. Ja. Habe ich einen Anfängerkurs gemacht bei dir, George, und dann natürlich auch anschließend die Platzreife erlangt. Sehr gut. Ich freue mich, dass ich habe ein bisschen deine Sportleben beeinflussen. Wunderbar, ich freue mich auch, dich kennengelernt zu haben. Sehr gut, sehr gut. So, wir haben ein bisschen mit Christian gearbeitet während der Saison letztes Jahr. Es war auch zu spät, August oder September. Ja. Und dieses Jahr haben wir wieder angefangen. Christian ist heute mit einer tollen Idee zu mir gekommen. Okay. Und zwar geht es ja um den Treffmoment, wie George gesagt hat. Und da habe ich ein bisschen im Internet recherchiert, wie man denn den Treffmoment auf dem Schläger sichtbar machen kann. Sehr gut. Und bin dann zu einem kleinen, aber feinen Trick gekommen. Und zwar nennt er sich Trockenshampoo. Kennst du, was ist Sweet Spot? Genau, also Sweet Spot ist immer den Spot, den die Golfer lieben, weil ja, da ist der Moment der höchsten Energieübertragung und im Idealfall dann natürlich auch des weitesten Ballfluges. Unglaublich. Ist toll, ist Wahnsinn, wie informiert sind unsere Anfänger hier in der Braforst. Also, wir haben jetzt den Driver und wenn wir nochmal zeigen, der Sweet Spot ist genau diese, der Zentrum. Und wie der Christian gesagt hat, ist, wenn der Ball hier geschlagen ist, dann ist die größte Energie zu dem Ball, genau. Dann ist der kräftige Treffmoment. Wenn wir schlagen nicht im Zentrum des Schlägerkopfs, dann kommt eine Drall an den Ball, dann ist der Treffmoment nicht so kräftig. Okay? Und ist entscheidend, den Ball in das Zentrum zu schlagen und mit diesem Shampoo, wie heißt das, Trockenshampoo? Mit dem Trockenshampoo, dann haben wir die Möglichkeit, den Treffmoment zu, nach dem Schlag zu kontrollieren. Genau. So, wir haben den Trocken-Shampoo. Das ist für Frauen, ne? Genau, das ist für die Haare. Okay. Für die schnelle Pflege zwischendurch. Okay, sehr gut. Das macht die Haare heller? Nein, das ist, falls man kein normales Shampoo hat und mal schnell ohne Dusche die Haare sauber bekommen muss. Okay. Entschuldigung, ich bin gar nicht informiert. Okay, sowas werden wir machen. Ja, genau. Zeigt uns. Das ist eigentlich ganz einfach. Gibt es in jedem Drogeriemarkt zu kaufen. Am besten das Trockenshampoo für helle Haare nehmen. Das ist ein bisschen heller von dem Weiß und dann sieht man den Treffmoment einfach ein bisschen besser. Okay. Die Anwendung ganz einfach. Ein bisschen schütteln. Okay. Kappe ab. Und wichtig ist nur eine ganz, ganz dünne Schicht aufsprühen. Okay, dann machen wir das. Oh, ist denn Schläger ein bisschen färbig, weiß? Genau, ist jetzt weiß, aber keine Angst, das kann man wunderbar mit einem Schlägertuch wieder alles machen. Ich habe keine Angst, ist nicht meine Schläge. Sehr gut, ein paar Probeschwung. Oh, du hast meine Video-Abschlag genau gesehen. Gut. Also ein paar Probeschwung in den Luft, immer wichtig. Okay, gut, Gewichtsverlagerung. Sehr gut. Kann ich gucken? Immer noch ein bisschen deine Probleme, siehst du? Ja, leider. Ja? So, du gehst ein bisschen weg von dem Ball. Okay? Genau. Wir arbeiten dichter mit Christian und er geht ein bisschen weg vom Ball und wir sehen das. Jetzt ist sichtbar, der Ball ist ein bisschen auf der Spitze getroffen. Jetzt schlagen wir mit der gleichen oder? Erst mit dem Handtuch ein bisschen sauber machen, nochmal einsprühen dünn und dann sieht man es erneut. Man kann aber auch mehr schlagen, dann sieht man halt mehrere Abdrücke. Okay. Oh, der war besser, glaube ich. Oh, perfekt. Okay, knapp. Also durchschnittlich, Christian, du bist in der Mitte, denn du hast eine auf der Spitze und eine auf der Ferse. Ja? So, du hast jetzt versucht, ein bisschen über dem Ball zu bleiben. So, wir sehen sofort,
eine andere Treffmoment. Ja? Ja. Also der dritte wird in der Zentrum. Okay, nach 3-4 Versuchen, wir sehen, der Sweet Spot ist ein bisschen getroffen. Ja. Sehr gut gemacht. Wunderbar. Das war's, meine Damen und Herren. Einen großen Dank an Christian Schmidt heute. Er hat uns mit diesem Tipp eine andere Idee gegeben, ein bisschen geholfen, auch etwas mehr über den Treffmoment zu abklären. Denn dieser Moment, dass der Schläger trifft den Ball, ist der wichtigste Moment des Schwungs. Und es war eine kleine Detail, dass wir haben nicht darüber gesprochen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann macht mir einen Daumen hoch. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Viel Spaß!